Ihr habt gesehen, Terö hat hier super schnell, also so schnell hätte ich ja nicht hinbekommen, die Sachen gemacht, die ich noch gerne wollte. Einschalten mit dem Kompressor und die Bühne über den Schalter eingeschaltet wird. Die Steckdosen, die er da verbaut hat. Super geil. Also ich hätte da länger für gebraucht. Das teste ich jetzt auch schon durch. Druckluftsystem, habt ihr im letzten Video gesehen, steht auch soweit. Ihr merkt, es ist eigentlich derselbe Tag wie im letzten Video. Aber ich bin leider, wie gesagt, erkältet gewesen, anderthalb Wochen. Und das hat mal wieder dafür gesorgt, dass ich nicht so weit gekommen bin, wie ich wollte. Aber wie gesagt, mein Plan ist mittlerweile, dass im März es wohl wieder weitergeht mit den Autos hier, mit den richtigen Autos. Bis dahin sollte ich dann durch sein, weil jetzt haben wir jetzt bis auf ein paar Kleinigkeiten, die ich vielleicht hier noch mache, nur noch das Thema Lager. Und wenn das Lager durch ist, ist es ja durch. Ein paar Regalböden von Terö bekommen, wie man sehen kann da. Da muss man mal ausrechnen, wie viel Regal man damit hinbekommt in Höhe. Also ich keine Regale bauen, die höher als 2 Meter sind, weil ich da auch noch dran kommen will, ohne jedes Mal eine Leiter rauszuzerren und ich auch nicht so viel Zeug habe. Die Idee ist, diese Regale, die haben wir Kanthölzer, wobei man da überlegen muss, ob das nicht zu schade ist, aber nämlich die kurzen Kanthölzer würde ich dafür benutzen, Regale zu bauen. Ich glaube, ich brauche noch ein paar Dachlatten. Aber mal gucken, ich werde erstmal das verwenden, was hier ist. Die langen definitiv brauchen wir ja fürs Podest. So, hier jetzt angefangen werden, Regale zu bauen. Ab dem Kompressor, also beim Kompressor fängt dann das an mit dem Regal. Wie gesagt, 2 Meter Höhe. Muss noch gucken hier mit meiner hängenden Stoßstange gedöns, was ich da mache. Dass man dann guckt, wie viele Regaleinheiten wir jetzt da kriegen mit den Böden. Ich gehe davon aus, 3 Böden pro Feld, das reicht. Dann habe ich auch genügend Platz, um Sachen zu stapeln. 11, leider 1 zu wenig. Vielleicht mache ich dann ein Regal, wo 4 Böden sind oder mehr. Also so ein bisschen enger unterteilt. Das heißt, da kriegen wir 3 Felder hin. 3 Felder, Breite ist, was waren die denn? 1 Meter breit, das heißt 3 Felder, 3 Meter mit Holz dazwischen, ungefähr kriegen wir hier 3 Meter Regal hin. Das wäre jetzt so von meinem Schätzauge her kurz vor dem Pfosten. Dass wir hier ein Regal komplett haben, wieder mit Stoßstangen muss ich gucken, wie ich das mache. Ihr müsst heftig woanders sehen. Und dann können wir da nämlich schon mal die Paletten, die hier sind, ihr seht ja, die Paletten, die hier sind, schon mal einsortieren, was da bleibt, was nicht. Und sonst hat hier ist ja eigentlich so gut wie gar nichts mehr. Da fängt es an, aber das sind alles neue Scheinwerfer und Rückleuchten, die man so ins Regal packen kann. Das ist auch schnell abgepackt. Da ist schon eine Überlegung, ich habe hier vorne, ich stehe jetzt so dran, von Markibon eine lange Einwegpalette bekommen. Da komme ich jetzt nicht so gut dran. Da könnte man nicht überlegen, ob man das auch als Regal baut. Man sagt, man die Möglichkeit hat, befestigt man das vielleicht irgendwo daran. Oder sonst macht man hier 4 Füße dran. Oder 6, in der Mitte noch gestützt. Und dann kann man drunter Paletten setzen, zum Beispiel. Und oben drauf könnte man theoretisch auch Paletten draufsetzen, weil ich glaube, dass das es aushält, wenn hier 6 Beine drunter sind, dann hätte man so ein Mini-Palettenregal. Dann hätte man schon theoretisch, wie viele Paletten kriegt man da drauf? Wenn man die quer nimmt, kriegt man 3 nebeneinander. Längs nimmt, längs, quer, längs. Also wenn man die so gerade draufsetzt, würde man 3 nebeneinander kriegen. Und so viel habe ich auch gar nicht im Endeffekt. Palette bleiben soll, sind ja die schweren Sachen. Motorengetriebe etc. pp. Und das wird ja eh unten drunter gestellt, anstatt oben drauf. Also könnte man wahrscheinlich die Fläche dann auch benutzen als Regal und da Kartons draufstellen zum Beispiel. Wäre jetzt so eine Überlegung. Und ich glaube, mit diesem 3 Meter Regal plus den Palettenregal
haben wir eigentlich schon alles weg, was hier steht, groß, also fast alles weg, vernünftig einsortiert, sodass hier eigentlich Platz ist. Ein Reifenregal wäre eine Überlegung zu holen, die sind gar nicht so teuer und selber bauen lohnt dann nicht. Ich glaube, es kostet 50 oder 60 Euro für 10 Felgen oder so. Das teilweise gewandt gebraucht, aber billiger. Da lohnt sich. Oh, jetzt zischt glaube ich immer mehr hier. Ja, jetzt zischt der Ohm raus. Ich muss nochmal dran, aber ein anderes Thema. Egal. Gut, das war jetzt dieser Teil unserer neuen Halle mit Terreur am Anfang und am Ende mit mir mit viel Gequatsche wieder. Wie gesagt, ich möchte mich nicht rechtfertigen oder dass jedes Mal, es soll nicht als Rechtfertigung rüberkommen und auch nicht nervig sein, wenn ich jedes Mal sage, aber es ist ein bisschen zum besseren Verständnis für Leute, die jetzt die Videos gucken oder jetzt neu hierbei gekommen sind, übrigens hallo, und sich denken, was für ein Autokanal, geht da nicht zum Autos. Wie gesagt, bis Februar, März, ich denke ja März, ist hier immer ziemlich Sparflamme. Was die Sachen geht, außer es geht mal wieder was kaputt in einem Auto. Und danach geht es ja eigentlich an so Projekte wie den roten Ascona. Der blaue Ascona, wie gesagt, da müssen wir nochmal drüber reden. Das ist vielleicht eine Sache, wo ich überlege. Vielleicht ist da schon einer dabei, den das interessiert. Ich bin echt überlegen, das Ding zu verkaufen, weil ja. 10 Milliarden Autos, die ich eh nicht fahre, ist ja auch so eine Sache. Ne? Deswegen, das ist so eine Überlegung. Ich habe ja den roten Ascona für meine Spielprojekte, Edgar zum Rumgrusen und Fahren und dann noch den Tazzi Omega, den ich fertig mache als Alltagsauto vielleicht. Vielleicht wird es auch doch kein Alltagsauto und dann haben wir wieder. Und deswegen ist echt die Überlegung, den blauen Ascona zu veräußern. Der muss aber noch ein bisschen fertig gemacht werden. Also technisch ist er super in Ordnung, aber muss noch ein bisschen sauber gemacht werden und hier und da ein paar Kleinigkeiten, so dass man den überhaupt verkaufen kann. Falls jemand Interesse hat, kann mich gerne anschreiben. Da kann ich mal schreiben, was das ist und was für ein Umbau. Es ist in dem Sinne ein SR-Optik-Umbau. Ne? Aber auch mit Anführungsstrichen SR-Technik, die es damals gab. Also SRE-Technik, die es damals gab. Da ist ein 18E-Motor drin, also auch ein Motor, den es nicht mehr so häufig gibt in Fahrzeugen. Aber das ist ein anderes Thema, wie gesagt, da wird es noch ein extra Video drüber geben, sobald ich den einmal aus der Ecke gezerrt habe und man ihn sich mal wieder bewegen kann. Genug gequatscht, ne? Ihr merkt, meine Stimme ist bald komplett weg. Wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank. Die Hexe ist tot, sie ist kein Brot. Ding Dong, die Hexe ist tot.